Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Resident Evil 3 Nemesis, dem Remake. Und ich würde sagen, ich mache erstmal das Fenster hier zu, nicht dass es noch reinregnet. Und ja, das ist jetzt mein dritter oder vierter Versuch, also wenn ich nicht mehr so ganz enthusiastisch bin, dann tut es mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ja, wir haben Halloween und daher, was bietet sich besser an als Resident Evil? Und ja, ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange auf, sondern gehen direkt einmal hier rein und schauen, was uns erwartet. Toilettenpapier. Mhm. Alles klar. So, gehen wir einmal hier hin und wow. Das ist ganz schön grau. Das ist sehr, sehr gräulich hier. Oh Mann, und das Wasser läuft. Ich würde sagen, wir drehen es mal ab. Jill? Oh-oh. Alter, was ist mit dir los, Jill? Ja, mit deinem Auge und deiner Haut. Ekelhaft. Guck dir mal die Brust an und die Schulter und das Gesicht. Alter Falter. Was zur Hölle? Wird jede Nacht schlimmer. Aber Gott sei Dank, nur ein Albtraum. Und ja, meine Lieben, Resident Evil, wer es nicht kennt, eine sehr bekannte Reihe von Capcom über Zombies und Viren. Und es passt ja tatsächlich sehr gut, wenn man unsere Lage bedenkt. Und ja, ich muss sagen, das ist schon viel bunter, sehr viel farbenfroher, sehr viel besser. Und oi, Jill, möchtest du uns etwas erklären? So viele Pillen. Allerdings, nimm da mal bitte keine mehr von. Und ja, Jill, unsere Protagonistin, ist ja eine der bekanntesten Figuren daraus, würde ich sagen. Die anderen sind selbstverständlich Chris und Claire Redfield, Ada Wong,
und natürlich Leon S. Kennedy. Und ja, wer die Story dazu nicht kennt, was ich allerdings irgendwie bezweifle, Jill und Chris sind Teil einer Spezialeinheit des RPD gewesen, die zusammen mit dem Rest ihrer Gruppe zu den Arklay Mountains geschickt wurden, zu einer Villa. Und ja, die meisten der Mitglieder dort wurden dezimiert, terminiert, wie auch immer man es sagen möchte. Und es stellte sich raus, dass Umbrella ein riesiger und gigantischer Pharmakonzern, der unter anderem Raccoon City, die Stadt, in der wir uns jetzt befinden, komplett in der Hand hat. Nicht nur halt, weil der Konzern dem derzeitigen Bürgermeister Geld zukommen lässt, Spenden sozusagen, sondern auch, weil dieser Pharmakonzern einfach auch den Polizeipräsidenten geschmiert hat und auch einige andere Polizisten hinter sich stehen hat. Und ja, entsprechend ist das nicht so einfach. Und ja, die gute Jill, Chris, Barry und Brett sind die einzigen Überlebenden, zusammen mit einem Mitglied des Stars Beta Teams, Rebecca Chambers. Und ja, vor diesem wilden Einsatz, Mission, wie auch immer man es nennen möchte, gab es noch einen anderen Zwischenfall, der allerdings nicht ganz so bekannt ist. Der trägt sich in Resident Evil Zero zu. Und dort sind die Hauptpersonen Rebecca Chambers und Billy Cohn, ein ehemaliger Soldat Soldat, der zu Unrecht einer Straftat bezichtigt wurde, nämlich dem Mord an mehreren Personen. Und ja, die beiden mussten sich dann eben auch gegen eine bestimmte Art von Gegnern zur Wehr setzen, sagen wir es mal so. Und ja, nach dem Arklay Mountain Vorfall, also dem Villenvorfall, wurde Jill suspendiert. Ich erzähle jetzt so ein bisschen, was hier die ganzen Berichte, ihr seht, man könnte die anklicken, was die jetzt so ein bisschen erzählen oder was die halt sagen. Suspendiert. Sie hat ihren Bericht geschrieben, hat selber recherchiert, wie man hier sehen kann. Sie hat das Ganze hier kombiniert, Umbrella, die Madame Birkin. Und hier sieht man ein Foto der Stars, ein sehr unscharfes. Und ja, T-Virus, das war der Virus, mit dem die Menschen infiziert worden sind im Arklay Mountain, in der Villa, und sich zu blutrünstigen Zombies verwandelt haben. Der T-Virus ist auch auf Tiere übergegangen. Es gab Zombiehunde und ein Zombiehai und noch viele andere Gräueltiere und Experimente. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich einmal hier rein und schließen den Wasserhahn. So, dafür müssen wir aber erst einmal den Lichtschalter finden. Wo ist der denn? Also hier nicht, da nicht, das heißt beim Waschbecken. Das ist ja optimal. Findet man direkt, Jill. Klasse. Ja, und einmal eben Gesicht waschen. Und dann geht's weiter. Ne, Jill? Ja, würde ich auch sagen. Und nein, du hast keine Hautfetzen. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Alles gut. Ach, ich mag deine Augen. Ich mag sie wirklich. Und dein Top. Das ist wirklich echt cool, muss ich sagen. Generell mag ich, das gesamte Outfit unserer guten Jill. Ich meine, schaut sie euch an. Die Schuhe sind schnieke. Die Hose ist cool. Das Top darunter. Ja, sie ist echt gut aus, muss man sagen. Richtig schnucki. Richtiges Schnucki. So, wir gehen einmal zum Telefon. Müssen einmal komplett hier rum. Wer auch immer uns um 8 Uhr anruft abends, ich habe keine Ahnung. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine...
Apropos Schlucki, dieser Müllmann ist Nemesis. Kein Zombie, nein. Ein Wesen mit sehr viel Stärke, der uns noch den Hintern aufreißen wird. Geh weg von der Tür, Jill. Weg von der Tür. Sag ich doch. Was zur Hölle ist das denn? Willst du das wirklich jetzt herausfinden? Ich glaube nicht, Jill. Oh ja, das würde ihn auf jeden Fall aufhalten. Ist ja nicht so, dass er irgendwie... mega stark und einfach durch die Wand brechen könnte. Oh, Füße da drauf und dann weiter? Alter Falter. Was ist denn hier los? Hup, einmal hier rein, bitte. Vielleicht können wir ihm ja helfen, wenn wir eben rausgehen. Alter! Egal wie oft ich das sehe. Ich krieg jedes Mal einen Herzanfall. Herz, Kaspar. Nein! Wir wollen hier keine Tentakel abmarschen. Netter Hintern, Jill. Darauf stehen wir nicht. Hau ab. Noch mal netter Hintern. Jill, dein Hintern sieht fantastisch aus in dieser Hose. Ich möchte es noch mal sagen. Alter, boah. Halber Magen weg. Das wird die Jill morgen spüren. Jetzt aber schnell runter. Schnell, schnell. Alter, was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Er bringt uns noch um. Noch mal ein sexy Hintern. Das ist nicht dein Hintern, das ist unserer. Den kriegst du nicht. Und jetzt los, 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 durch da. Schon ein halber Actionfilm hier. Eieiei. Wenigstens sind wir jetzt los. Los, Jill. Wir müssen hier raus aus der Stadt. Jill? Hier drüben! Brad. Brad. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Allerdings. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Das ist ja aufbauend, Brad. Klasse. Schrauber, Alter. Hey, hey, warte! Man fühlt sich ja wie in Gotham City. Verdammt nochmal! Träumen wir? Können so viele Menschen infiziert sein? Holy. Brad! Pass auf! Als ob er die erst jetzt gesehen hat, ne? Oh Gott, klasse. Hirnlose Zombies, die es schaffen, da herzugehen. Wow, wow, wow. Alter, ey! Gibt's doch nicht! Wow. Wow. Sinnlosester Tod überhaupt. Wow. Klasse. Brad! Pass auf! Hier rein! Einfach nur, weil Jill nicht rennen wollte. Da können wir das überspringen, ja? Danke sehr. So, jetzt einmal bitte rein hier. Biu, nimm das! So, Jill, los, hol dir was zum Schnappen, was du hinter verbarrikadieren kannst. Scheiße. Dazu. Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill, du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich! Geh!
Ah, scheiße, nee. Brad, das war's mit ihm. Komm, wir müssen jetzt abhauen. Sorry. Hi. So, wir rennen, bevor noch mehr kommen. Uah. Warum erschrecke ich mich davor? Ich weiß es nicht. Einmal Jills klasse Rücken. So, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Alles klar, machen wir. Einmal hier durch. Und wer bist du? Bleibt zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Ja, dann viel Spaß beim Überleben, wenn du da drin bist. Irgendwann wirst du Essen, Trinken brauchen. Wenn du Pech hast, kommt dir ja Müllmann vorbei. Also, ja, viel Spaß beim Überleben. Wir nehmen die Pistolenmunition mit. So. Und gehen immer weiter. Klasse. Zombiehunde. Zum Dach des Parkhauses gehen. Ja, das machen wir. So. Noch einmal einen schönen Blick auf Jills Hintern. Fanservice pur. Mit dir habe ich gerechnet. Na, 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 na. So, und jetzt einmal kurz. Haha. Daran sieht man, ich spiele auf leicht. Die habe ich nämlich auch direkt von Anfang an. Aber glaubt mir, ihr wollt nicht, dass ich das auf normal oder so spiele. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. So, einmal kurz. Rupp. Auge hat gejuckt. Hi. Machen wir einmal einen riesen Bogen drum. So, quetschen uns da durch. Eieiei, wo kommst du denn auf einmal her? Und Aufzug fahren in der Zombie-Apokalypse ist genau aus dem Grund, den wir gesehen haben, nicht gut. Es können welche drin sein oder es können welche draußen sein, wenn du drin bist. Und du siehst es nicht und dann... wirst du erstmal schön angeknabbert. Das ist der Plan, mein Lieber. So, wir wechseln einmal, hallo, auf die Pistole, wollte ich sagen, aber nein, doch. Ist hier irgendwie was zu mitnehmen? Ich glaube, fürchte nicht. Dann einmal rein in den Heli. Weiß. Oder nicht? Klasse. Der Müllmann ist da, der Mülltütenmann, der Mülltütenmann. Komm schon, spring an, verdammt! Jetzt bin ich dran, Arsch! Ich hab so meine Zweifel. Alter Falter. Alter Falter. Los, 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 über Rolli! Überrollen! Dieser Müllmann. Mülltütenmann. Aua.
dass Jill sich gerade nicht das Genick gebrochen hat, ne? Also echt. Heilige Scheiße. Und natürlich! Müllmann lebt noch, klaro! Scheiße, nee, schnell raus da, Jill. Du bist da echt in einer Falle. Los! Los! Boah, heilige. Und, oh Gott. Selbst Feuer macht ihm nichts. Eieiei. Ich find's schön, wie unsere Beine quasi im Feuer sind. Hey! Arschloch! Der und seine verdammten Tentakel! Ich glaube, das war ein Headshot. Hey, langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, verstehe schon. Gehen wir. Ja, und dieses Kerlchen hier mit dem Wuschelkopf oder Schnucki, wie ich ihn auch gerne nenne. Ist. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Carlos Oliveira? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Der. Also, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Der Jill im Original einige Male den Hintern gerettet hat und uns auch jetzt schon, ja, das Leben gerettet hat. Und ich weiß, einige mögen sein neues Design nicht, aber ich muss sagen, ich mag sein Rambo-Wuschelhaar-Design. Ich finde es einfach nur richtig cool. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihre. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jay. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut.
Alles klar, Wuschelkopf. Mikael, ich hoffe, du wurdest nicht gebissen und dass du es überlebst. Weiß die Zähne zusammenkommt. So, wir nehmen uns mal ein paar Sachen mit. Wir sollen sie eindecken. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Was haben wir hier? Noch mehr Sturmgewehrmunition. Übrigens erst Munitionshandbuch. Genau, Pistolenmunition. Braucht man zweimal Schießpulver für Flintenmunition, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Für Mag-Munition zweimal hochwertiges Schießpulver. Genau. So. Und ja, ich muss sagen, ich bin Resident Evil Fan, aber ich muss sagen, ich habe die Spiele bisher noch nicht selber gespielt. Also klar, ne, einmal Revelations 2 hatten wir ja mal. Was ich irgendwann auch nochmal weiterspielen möchte. Aber so habe ich jetzt keine großen Erfahrungen damit, es selber zu spielen. Klar, ne? Geschaut, klar. Die CG. Jill, ihr Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Die CGI-Filme natürlich und ja, ich habe auch die Realverfilmung gesehen. Ich glaube, das reicht, wenn ich das sage, dass ich die gesehen habe. Wir sind okay, sind jetzt nicht meine Lieblingsfilme und als Resident Evil-Film würde ich es auch nicht bezeichnen, aber naja, es geht immer schlimmer. So, hier haben wir jetzt alles, wir können uns aber das einmal markieren. Und apropos, das können wir einmal kombinieren. Damit haben wir das. Das können wir damit kombinieren. Das können wir damit kombinieren. Haben wir ein sehr starkes Kraut. Dann haben wir wieder mehr Platz. So, genau. Hier ist jetzt mit den Kräutern. Starke Mixtur, zweimal grünes Kraut. Ultra starke Mixtur, grünes Kraut und rotes Kraut. Oder dreifaches grünes Kraut. Genau, das können wir auch noch machen. Da finden wir im Laufe des Spiels oder relativ bald drei verschiedene gefälschte Steine. Die können wir einsetzen. Wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Genau. Und dann erhalten wir nun mal was. So, und ihr seht, ich habe heute mehrmals aufgenommen. Um 18 Uhr, um 21.34 Uhr. Und jedes Mal war die Aufnahme für den Arsch. Ich war nicht begeistert, ich bin's immer noch nicht, aber was soll's. Ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen. So. Und ja, ich würde sagen, wir können hier noch einmal nachladen, genau. Und einmal hier die rein. So, dass wir ein bisschen... Weil wir haben Flintenmunition gehabt, oder? Nee, gut. Sturmgewehrmuni und das. Alles Klärchen. So, wir müssen, da war nichts mehr, die Karte benutzen, ja. So, da wir uns das angeguckt haben, ist das hier eingezeichnet, wo wir hin können, so. Und wir müssen jetzt raus und dann auf die Hauptstraße. So, er macht's richtig, er geht dahin, die anderen verschwinden einfach. Überlebende, wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Headshot. Headshot. So, und einmal, wer Zombieland gesehen hat, weiß, einmal. Sicher gehen, dass die wirklich tot sind, sonst wird man angejagt. Ja. So. Keine Ahnung, wo die ganzen Leute an uns vorbeigerannt sind. Irgendwie sind über die Barrikaden gegangen, habe ich das Gefühl. Und was macht ihr da? Der steht da einfach rum. Alles Klärchen. So, wir müssen jetzt einmal hier entlang. Nehmen uns die Muni mit. Headshot, Headshot, Headshot und Headshot. Und auch hier wieder sicherstellen, dass sie tot sind. Denn das sind sie meistens nicht.
Möglicherweise brauchen sie im einfachen Modus, glaube ich, nur einen Schuss. So. Den guten Polizisten schauen wir uns auch einmal an. Hoppala. Headshot. So. Und einmal so. Und einmal raus mit uns. Die sind da. Okay. Wir... Upp, da ist Feuer. Markieren uns das einmal. Brauchen wir später einen Dietrich für. Das kann die gute Jill nämlich sehr gut mit dem Dietrich. Lösser knacken. So, das haben wir uns markiert. Da sind Zombies. Wir nehmen uns das Schießpulver mit. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Sehr witzig, lieber Jill, lieber Carlos. Und auf einmal lernen sie zu klettern. Auf einmal. Ja, ja. Immer diese Zombies. Was die sich alle beibringen. Aber wir haben auch einen Trick. Nämlich den hier. Zombies anzünden. Doppeltappen müssen wir nicht. Die sind auf jeden Fall tot. So. Ich möchte den einmal sicherstellen. Der ist tot. Sehr gut. Da können wir gleich gerne runter. So, den haben wir. Ja, den haben wir gekillt. Sehr gut. Okay. Einmal nachladen. Ich lade gerne nach. Headshot. 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 Noch nicht. Headshot. Einmal sicherstellen, dass die gute Dame. Headshot, 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 Headshot. So, jetzt können wir den Heini hier. Killen. Wollten euch wieder aufstehen. So, der ist aber jetzt auf jeden Fall dort. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, bin ich hier einfach rein und habe direkt alle auf einmal gehabt. Der ist wirklich tot? Ja, die ist dort. Okay. Okay, der ist auch tot. Hätten wir uns auch einfacher machen können, ja, aber naja. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt hier rein. So. Dü. Markieren uns das einmal. Und dann einmal hier entlang. Genau. Einmal das Kästchen können wir untersuchen. Ja, untersuchen. Indem wir draufklicken, untersuchen anklicken. Wir können es drehen. Und hier können wir schon direkt sehen. Voilà, das rote Juwel. Ein grünes Kraut. Speichern können wir auch nochmal. Das räume ich einmal ein. Das räumen wir einmal ein. Das räumen wir einmal ein.
Dann speichern wir nochmal. Ja. Und mal eben gucken. So, da bekommen wir Pistolenmuni. Hier eine Granate, ein Schießpulver. Wo war nochmal die Granate? Ich glaube woanders. Naja. So, gucken wir hier noch einmal. Aber ich meine, hier war nichts. Okay. Dann geht's jetzt hier raus. Ein paar Minuten habe ich noch. Headshot, Headshot, Kopf explodiert. Der kann auf jeden Fall nicht mehr aufstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber trotzdem zur Sicherheit einmal in den Bauch und Schießpulver mitnehmen, genau. Da ist nichts mehr drin. Was ist hier hinten? Auch nichts, okay. So, sie haben wir sichergestellt. Bei ihnen haben wir sichergestellt, ja. Ihn haben wir sichergestellt. Haben wir dich sichergestellt? Vermutlich, ne? Aber ich gehe dich nochmal sicherstellen. So. Er ist down. So, ich muss gerade einmal überlegen, wo wir hin müssen. Objekte kombinieren können wir machen, ja. Genau. Da kann man rein. Da kommen wir gerade her. Oh Gott. Ich bin gerade etwas verwirrt. Schleichen Sie mal kurz. Headshot. So, der ist down. So, und den machen wir jetzt einmal das. So, wir warten kurz, bis die Flammen aus sind. Warten kurz. Wir warten kurz. Voll ins Auge. So, dich double tappen wir auch. Du Kriecher. Sehr schön, die ist down. Können wir hier gefahrlos fahren? Können wir das mitnehmen? Ich sagte, können wir das mitnehmen. So. Okay, dann gehen wir hier rein. Nehmen das mit. Nehmen das mit, wenn wir können. Ah, können wir. Doch, können wir. Ja. Achso, okay. So, ich möchte das einmal kombinieren damit, das einmal damit. Flintenmuni, sehr gut. Das möchte ich damit kombinieren. Haben wir wieder was frei und ich glaube hier war die, ne? So, 937 ist eine Kombination für ein Safe. Hier haben wir nochmal Pistolenmuni. Wie sieht es mit der eigentlich aus? Vier noch. Ich einmal nachladen. Wirklich sicher gehen können. Und okay. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Können wir noch? Nee, können wir nicht mehr. Okay. So, dann
Gehen wir jetzt noch einmal nach oben. Da möchte ich noch einmal hin. So, allzu viel Zeit habe ich jetzt leider auch nicht mehr, bis ich dingsen muss, einmal nachladen muss, aber egal, so. Hier haben wir auch nochmal Pistolenmuni. So, oh, bitte. Den möchte ich einmal double tappen. Der ist down, okay. Sehr schön. So, dich double tappen war. Der ist down. Genau. Da hat ja, sich den Safe geholt, weil er ja, sehr viel Geld gemacht hat mit einem Haarwasser und das war 3. Deswegen hat er sich den Safe geholt und in dem... Oh, fuck. Einmal nochmal. Moment. 9. 3. 7. So. Und wir bekommen das Leuchtpunktvisier. Das finde ich sehr gut. Können wir auch direkt kombinieren mit dem hier. Und wenn wir jetzt uns das einmal anschauen. Nein. Sehr cool, ne? So. Ich würde aber einmal sagen, dass wir kurz speichern gehen. Denn ich habe nicht mehr so viel Kapazität, was das... Warte. Ah, warte. Ich habe die Hoffnung, dass wir hier ganz schnell durchkommen. Und dann eben speichern können. Das wäre doll. So, das ist ein Dings. Ja, machen wir das eben. Ich glaube, hier bekommen wir die Granate. Ne, hier bekommen wir ein rotes Kraut. So, die sind down. Achso, hier, genau. Schießpulver. Oh, aber wir können, Moment, das damit kombinieren. Dann haben wir das. Das können wir auch mitnehmen. So. Das kombinieren wir damit. Dann haben wir das schon mal. Das kombinieren wir damit. So. Und jetzt einmal ganz schnell weiter. Hier runter. Runter, 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 runter. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Leider Gottes, einmal kurz gucken. Wir müssen geradeaus weiter. Das machen wir jetzt auch einmal ganz schnell. Ah, ne, Quatsch. Oh, was mache ich denn hier? Warte. Einmal eben zurück, okay. Ach, Gottchen, warte. Oh Gott, was mache ich denn? Mann! Ich bin gerade echt ein bisschen doof. Einmal ganz schnell hoch. Oh Mann. Egal, egal, das schaffen wir. Einmal hier entlang, einmal so. Müssen wir, glaube ich, müssen wir hier runter? Ja. Oh, verdammt. Mann, was mache ich denn jetzt hier echt einen Blödsinn? Ärgert mich gerade sehr. Ah, oh, dann können wir hier einmal abspeichern. Eben. So. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch ein fröhliches Halloween, zumindest ja, den Rest. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Eure Miss Nanunana.